herzlich willkommen zu Lausitz TV am Donnerstag. Heute wird es richtig sportlich bei uns in der Sendung und danach lassen wir es uns noch in der Almhütte gut gehen. Los geht es aber erst einmal im Cottbuser Tierpark. Kurz vor Silvester ist dort durch unter anderem verstorbene Schwäne der Verdacht auf die Geflügelpest aufgekommen. Daraufhin wurde der Park für den Besucherverkehr geschlossen. Gestern nahm der Tierparkchef zum weiteren Vorgehen und dem aktuellen Stand der Virustests Stellung. Im Cottbuser Tierpark können Besuchende die Vielfalt der Tierwelt erleben. Von Elefant bis hin zu seltenen Vogelarten ist alles da. Zurzeit herrscht aber hier Angst und Sorge. Denn leider hat die Geflügelpest den Cottbuser Tierpark erreicht. Wir haben jetzt aktuell 5 Tiere, bei denen der Geflügelpesterreger nachgewiesen ist. Es sind insgesamt auch 5 Tiere gestorben. Es betrifft Schwarzhalsschwäne, eine Eiderente und einen Kappensäger. Derzeit haben wir alle Fälle aus einem Bereich, aus dem Bereich der Flamingo-Lagune, der großen Voliere, wo aber im Moment keine Flamingos drin sind. Die Besuchenden müssen sich vorerst von dem Anblick der Tiere verabschieden. Der Tierpark bleibt auf Weiteres für eine unbestimmte Zeit geschlossen. Wir müssen erstmal ein genaues Lagebild bekommen, wie schwer der Eintrag in dem Tierpark ist. Und da warten wir eben jetzt drauf, dass wir da die Ergebnisse haben. Und dann werden wir weitere Entscheidungen treffen können, was zu tun ist. Sie wissen alle, der Tierpark lebt auch von der Vogelhaltung und von dem sehr schön angelegten Teichbereich, wo zwangsläufig natürlich auch ein starker Kontakt zwischen Wildvögeln und im Tierpark gehaltenen Vögeln da ist. Das müssen wir dann genau sondieren, wie wir damit umgehen. Aber da wollen wir erst die Ergebnisse abwarten, um dort fundierte Entscheidungen, die dann auch mit dem Landeskrisenzentrum etc. abgestimmt werden, zu treffen. Die Hoffnung bleibt, dass der Tierpark schon bald wieder seine Pforten öffnen kann, um den Besuchenden die Schönheit der Tierwelt zu präsentieren. Und dass dann natürlich allen Vögeln es wieder gut geht. Die Stadtbibliothek Guben hat dieses Jahr ein neues Angebot. Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren können zu Leseentdeckern werden. Jeden Monat gibt es freitags um 16.30 Uhr die Möglichkeit, in der Bibliothek vorbeizuschauen und fesselnde Geschichten zu erkunden, knifflige Rätsel zu lösen oder beim Basteln kreativ zu werden. Los geht es am 19. Januar mit dem Thema »Wir entdecken Sternbilder«. Jetzt aber weg mit den Büchern und raus mit den Trikots. Legenden auf dem Fußballplatz. Morgen steht der alljährliche Bretterknaller in Cottbus an. In der Lausitz Arena empfängt das Cottbusser Aufgebot mit unter anderem Detlef Oergang, Seniorenmannschaften des 1. FC Magdeburg, von Borussia Dortmund oder auch dem BFC Dynamo. Hier die wichtigsten Infos. Der Bretterknaller feiert seine 9. Auflage. Dieses Hallenfußballturnier für Traditionsmannschaften ist mittlerweile über die Grenzen von Brandenburg hinaus bekannt und zählt zu den sportlichen Höhepunkten zu Beginn eines jeden Jahres. Nach einer Corona-Zwangspause kann sich das Organisationsteam endlich wieder über eine vollbesetzte Halle freuen. Das ist ein Traditionsturnier von, ich will es jetzt nicht Alternmannschaft machen, sondern von Traditionsmannschaften. Und es ist seit 10, das 9. Mal machen wir es jetzt. Das gab es früher schon mal, war ganz vor Urzeiten schon in der Stadthalle. Dann war es mal in der Messehalle, dann war es hier. Dann ist es ein bisschen eingeschlafen aus verschiedenen Gründen. Wir haben das vor 6, 7 Jahren wieder aus der Taufe gehoben, weil es einfach nur Spaß macht, weil die Halle voll wird, weil die Zuschauer das vielleicht auch sehen wollen, weil Hallenturnier hat auch lange Tradition, auch hier in Cottbus. Ja, dann wollten wir es einfach wiederbeleben. Für das beliebte Ordi-Hallenturnier haben sich auch diesmal wieder diverse Stars wie Mario Basler, Darius Wosch, Christian Beek und Detlef Oergang angekündigt. Also es ist dabei eine Bundesliga-Auswahl, NRCity-Bundesliga-Auswahl, die wird von denen auch gesponsert. Dann ist dabei Magdeburg, dann ist dabei Borussia Dortmund, Energie Cottbus natürlich, der BFC Dynamo und Brieske Senftenberg als eine einheimische Mannschaft noch. Am Freitag um 18 Uhr ist in der Lausitz Arena Anstoß. Also seid mit von der Partie und feuert eure Helden an. Karten gibt es an der Abendkasse in der Lausitz Arena. Wir bleiben weiter sportlich in der Sendung, schauen jetzt aber auf das komplette Jahr. Welche Events bevorstehen und wofür ihr euch unbedingt Tickets sichern solltet, haben wir schon mal zusammengefasst. Wenn man Cottbus mit anderen Städten in Deutschland vergleicht, fällt auf, wie viele Medaillen im vergangenen Jahr von Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften nach Hause gebracht wurden. Besonders im Bereich des Turnens und der Leichtathletik ist Cottbus für seine sportlichen Ereignisse und Höhepunkte bekannt.
Auch im Sportjahr 2024 hat Cottbus einiges zu bieten. Denn im neuen Jahr stehen wieder viele Highlights auf dem Programm. Das Turnier der Meister findet vom 22. bis 25. Februar statt. Der erste Trampolin-Weltcup seit 14 Jahren startet im März und die jährlichen Ostsee-Sportspiele starten Anfang Juni. Nicht zu vergessen unsere Fußballer vom FC Energie. Diese müssen sich im April gegen den derzeitigen Tabellenführer, den Greifswalder FC, unter Beweis stellen. Auch die letzten Spiele vor Saisonende im Mai gegen unter anderem den BFC Dynamo entscheiden über Auf- und Abstieg in der Regionalliga. Cottbus steht ein super Sportjahr bevor und dann gibt es ja auch noch die Olympischen Spiele in Paris. Wettkampftechnisch sind wir also gut versorgt. Aber nach so viel Sport braucht es auch Entspannung und am besten noch was Kühles zu trinken. Anlaufstelle dafür in Cottbus, die Almhütte. Christian Risse hat sich mit Besitzer Frank Kuban getroffen und sich vom Cottbuser Gastronomen verwöhnen lassen. Frohes Neues! Ja, und die großen Silvesterpartys sind jetzt zwar schon vorbei, aber keine Sorge, ihr müsst Anfang des Jahres und eigentlich auch Mitte des Jahres überhaupt nicht zu Hause bleiben, denn in der Almhütte, da geht's richtig ab. Hier wird wortwörtlich die Hütte abgerissen. Frank Kuban bei mir, was habt ihr euch jetzt schon wieder einfallen lassen? Ja, also tatsächlich, es war ein versöhnlicher Abschluss von dem Jahr. Es war also ein bisschen durchwachsen, die Saison. Aber zum Ende waren wirklich viele Gäste da, haben das genutzt. Auch die Silvesterveranstaltung war sehr schön. Deswegen nochmal danke an alle Gäste, die da waren zum Schluss und übers ganze Jahr. Und danke vor allen Dingen an mein Team, an die Mitarbeiter. Ohne die schaffe ich das nicht. Das war wunderbar. Ja, und jetzt geht's richtig los. Jetzt kann man so sagen, jetzt geht's das richtig los. Von Januar bis Mitte April haben wir hier jedes Wochenende volles Programm. Und zwar fast jeden Freitag Live-Musik hier bei uns, jeden Samstag Almhüttenparty und Sonntag gibt es den beliebten Almhüttenbrunch. Also du sagst Freitag Live-Musik, auf was können wir uns da so beispielsweise freuen? Ja. Also haben wir jetzt schon an diesem Samstag die Banausen, die den Leuten ordentlich einheizen werden und wir haben unterschiedliche Sachen dabei. Wir haben, glaube ich, die Band Jana, Neo-Party-Band. Wir haben auch Live-Acts, die ein Konzert bringen. Ja, also viele Bands, die unterschiedlicher Natur das darbieten, was sie können, wo man sich also raussuchen kann, was so sein Abend ist am Ende. Dazu gesagt sei auch, dass die vordere Hütte immer noch da ist für alle Gäste, um hier à la carte essen zu kommen. Haben auch super Preise dort uns ausgedacht, weil die Portemonnaies sind ja nun doch schon ganz schön gebeutelt. Ja, gerade Anfang des Jahres, wo einiges abgeht, aber man trotzdem weggehen will eigentlich. Ne? Das stimmt tatsächlich. Und da ist, glaube ich, bei den Bands so um die 10 Euro, je nach Band, der Eintritt. Für die Almhüttenparty, die beliebte, dann 8 Euro im Vorverkauf. Die Tickets kannst du dann auch nehmen und ein andermal nehmen. Also wenn du jetzt ein Ticket gekauft hast und du hast vor, diesen Samstag herzukommen und du merkst aber, die Erkältung ist da oder ist doch noch ein Termin dazwischen gekommen, kannst du die Karte auch nutzen, um einen Samstag danach, bis zum Ende April kann man es nutzen und dann herkommen. Abendkasse ist dann auch 10 Euro für die Kurzentschlossenen, also auch bezahlbar. Und ja, also alle sprechen von der Mehrwertsteuererhöhung und wir haben wirklich hart kalkuliert und haben gesagt, für 24,90 kann man den Sonntagsbrunch hier zu sich nehmen. Wenn ihr jetzt natürlich am Wochenende so viel bietet, müsst ihr natürlich auch unter der Woche ein bisschen runterfahren. Ne? Montag bis Mittwoch ist ab sofort Ruhetag, aber trotzdem würdet ihr die Hütte für ausgewählte Gäste öffnen, ne? So ist es, so ist es. Also ausgewählte Gäste, also ab einer gewissen Größe. Ja. Und das ist so circa 40, 50 Leute. Man kann anrufen bei uns, wenn man an den Tagen trotzdem kommen möchte und kann dann die Hütte mieten. Ist manchmal ja was für die eine oder andere Firma oder Familienfeier. Wenn da was ansteht, dann kann man das machen. Unter der bekannten Nummer anrufen und wir schauen dann, was wir tun können. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ich merke schon, hier geht es im Januar richtig steil, im Februar, im März und ja, bis die Almhütte eigentlich steht, im April. Also finde ich gut, kommt her, holt euch die Karten, lasst es euch richtig gut gehen. Dafür steht ja auch die Almhütte. Deswegen würde ich sagen, traditionell stoßen wir aufs neue Jahr an Frank und vor allem auf die ganzen Partys, die wir hier haben werden. Partys und tolle Leute, die uns besuchen hier. Bis dahin. Prosit! Na, Durst bekommen? Dann möchte ich euch nicht länger aufhalten. Aber auch wenn die Sendung jetzt vorbei ist, bleibt doch kurz dran, denn jetzt kommt noch eine neue Ausgabe Augenblick mal. Wir sehen uns dann morgen wieder hier. Habt einen schönen Abend und bis dahin.
Alles hat seine Zeit. Ausnahmslos, ohne Wenn und Aber. Alles hat seine Zeit, ob von Ewigkeit oder nicht von Dauer. Alles hat seine Zeit. Erhebendes wie Beschwerendes. Nur meistens passt die jeweilige Zeitspanne nicht mit meiner Zeitvorstellung zusammen. Für so einiges Vergangenes und für manches Zukünftiges würde ich der Zeit gerne mal so richtig auf den Zahn fühlen, was sie sich dabei gedacht hat. Nicht gleich totschlagen oder gar ganz vertreiben, aber sich mal die Zeit zur Brust nehmen und sie selber auf eine Reise schicken, dass sie sich mal umschauen möge, ob es wirklich an der Zeit war, was sie da so verzapft hat. Würde die Zeit Not haben, sich zu erklären? Oder würde es ihr für keine Ausrede an Zeit mangeln? Wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig, als mit der Zeit zu gehen, denn die Zeit in ihrem Lauf hält wohl weder Ochs noch Esel auf. Welche Zeitgeschichten würde sie auf dem Weg erzählen? Welche ihrer Wunden sind nie geheilt? Und wie sähe ihr ganz persönlicher Zeitraum aus? Was sieht man, wenn man dort aus dem Zeitfenster schaut? Welche Fotos hingen an der Zeitenwende? Oder könnte man gar nicht stehen und treten, weil es dort aussieht, als hätte eine Zeitbombe eingeschlagen? Und wenn man doch gerade der Zeitgenosse geworden ist, dann tritt der Zeitalter auf, der Herr der Zeiten. Denn es heißt nicht umsonst, alles hat seine Zeit. Mit großem S und großem E müsste man es schreiben. Selber zeitlos ist Gott es, der den Zeitpunkt von Anfang und Ende festsetzt. Einerseits erschreckend, dass sich nicht ihm die Zeit raubend selber dann über Limit des Erhebenden und Druck des Beschwerenden bestimmen kann. Andererseits heißt es auch, dass ich seine Zeit habe, dass Gott Zeit für mich hat. Der Ewige nimmt sich Zeit für mich. Wenn ich im neuen Jahr in diesen verrückten Zeiten ins Stolpern gerate, mich am Ende des Jahres wieder frage, wer hat an der Uhr gedreht, und in der Rückschau stürze, anstatt den Zeitsprung über die eigenen Brüche der Biografie zu schaffen, dann kann ich nicht tiefer fallen als in seine Hand. Vielleicht bin ich mit diesem Vertrauen auf Gott ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ich möchte trotzdem allerzeit Zeuge davon sein, dass ich bisher erfahren durfte, Gott meint es seines Zeitens gut mit mir, auch im neuen Jahr. Angeboten ins neue Jahr. Starten Sie sauber mit der Siemens Waschmaschine für 449 Euro, dem Bosch Akkustaubsauger für nur 199 Euro und dem Saug- und Wischroboter von iRobot für nur 333 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen.
Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist Ihre Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus. Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 3. Telefon 42 18 18. Jederzeit. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0.